getrennt, isoliert. Heute sind die Grenzen oft die eigene Wohnung, die eigene Familie, der Balkon oder der Garten. Viel größer ist unser Bewegungsspielraum gerade nicht. Bedrohungen erleben wir in dieser Zeit hautnah. Kontaktbeschränkungen verhindern die Begegnung mit anderen und auch eine gemeinsame Osternacht. Sie verletzen unsere Seele, weil wir auf den sozialen Kontakt angewiesen sind. Freunde, Verwandte, Menschen, die wir liebgewonnen haben, sie fehlen uns. Auch unsere Kirchen, in denen wir uns sonst an Ostern versammeln, um das Leben in Fülle zu feiern. Wir fühlen uns eingesperrt, vom wahren Leben getrennt, in die Dunkelheit unserer Ängste und unerfüllten Sehnsüchte verbannt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Lass es zu, dass vieles im Augenblick sich sonderbar anfühlt. Lass sie zu, deine Sorgen und deine Angst, dein Lachen und deine Fröhlichkeit. Lass es zu, dass du dich unsicher fühlst und dir ohnmächtig vorkommst. Lass es zu, dass zwischen traurigen Gedanken dich die Sonne freut. Lass es zu, dass die Enttäuschung dich nicht mürbe macht. Lass es zu, dass deine Skepsis deinen Wunsch bewacht. Lass es zu, dass du ein Mensch bist und kein Wundertier. Lass es zu, dein Leben, heute, jetzt und hier. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. In der Finsternis des Ostermorgens zündet Gott sein Licht an. Er weckt in dir neues Leben, wenn du dich leblos fühlst. Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Thank you.
In der Finsternis des Ostermorgens zündet Gott sein Licht an. Er ermutigt dich in deiner Furcht und leuchtet in dein Leben, damit du dich nicht fürchtest vor der Dunkelheit des Grauens. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? In der Finsternis des Ostermorgens zündet Gott sein Licht an. Du spürst, dass er bei dir ist, dass er dein finsteres Tal hell macht, dass du von ihm bekommst, was du zum Leben brauchst. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich habe dir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz, und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht.
Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Frohe Ostern! Dieser fröhliche Ostergruß bleibt mir in diesem Jahr fast im Halse stecken. Frohe Ostern in diesen Zeiten? Ja, gerade heute leuchtet das Licht des Ostermorgens. Gerade jetzt schenkt es uns das Licht der Hoffnung. Der Hoffnung, dass alles gut wird, dass das Leben nicht zu Ende ist, sondern in Fülle weitergehen wird. Dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam überstehen und gestärkt daraus hervorgehen können. Dass Gott stärker ist und das Leben siegen wird, gegen alle Beschränkungen und Bedrohungen und auch gegen den Tod. Das Licht der Osternacht zeigt, Gott lässt seine Geschichte mit uns weitergehen, über Kreuz und Tod hinaus. Das Leben geht weiter, über den Tod Jesu, aber auch über den Tod von lieben Menschen, die Sie und ich betrauern müssen, hinaus. Über unsere Angst vor dem Virus und vor der Krankheit hinaus. Über unsere Sorgen um Angehörige und Menschen, die wir liebgewonnen haben, hinaus. Über unsere Furcht vor wirtschaftlichen und persönlichen Folgen hinaus. Über die schrecklichen Nachrichten, die uns aus aller Welt und aus unserem Land erreichen, hinaus. Das Leben geht weiter. Unser Leben bleibt nicht dunkel. Mitten in die Dunkelheiten schenkt das Licht des Ostermorgens Licht. In unserem beschränkten Leben wird es hell. Das Leben blüht. Es lässt sich nicht aufhalten. Nicht von einem Virus und nicht von unseren Sorgen und Ängsten. Das gibt mir Hoffnung und das macht mir Mut. Das Osterlicht erstrahlt hell, auch heute unter uns. Dafür sorgt Gott, denn er hat Christus, der die dunkelste Stunde eines Menschen erlebt hat, den ungerechten, gewaltsamen Tod. Gott hat Christus aus den Fängen des Todes geholt. Und so wird Gott auch in unserem Leben die Dunkelheit überwinden, in der wir gerade gefangen zu sein scheinen. Der Gott des Ostermorgens, das Osterlicht ist bei uns. Es begleitet uns und stärkt uns. Jetzt, wo die Nacht stärker zu sein scheint als das Licht. Darum lade ich Sie jetzt ein. Zünden Sie doch auch zu Hause eine Kerze als Osterlicht an und stellen Sie sie vielleicht sichtbar in ein Fenster. Fotografieren Sie die Kerze und senden Sie das Licht mit dem Handy oder als E-Mail an einen oder mehrere liebe Menschen, an den oder die Sie gerade jetzt besonders denken. So geben wir das Licht des Ostermorgens weiter, auch wenn wir nicht gemeinsam zur Osternacht oder zum Osterfrühstück in der Kirche zusammen sein können. Frohe Ostern. Amen. Wir beten. Guter Gott, du bist bei uns, auch wenn wir manchmal unsicher sind. Ermutige uns in unserem Alltag durch Zeichen deiner Auferstehung, dass Türen sich wieder öffnen, die uns verschlossen sind. Türen zu anderen Menschen, zu uns selbst und zu dir, Gott. Lass uns erfahren, dass du willst, dass unser Leben gelingt
und wenn wir verzweifeln, dann richte uns auf. Wenn wir uns zu viel zumuten, dann entlaste uns. Wenn es um uns dunkel ist, dann schenke uns wieder guten Mut. Lass dein Licht leuchten an allen Tagen unseres Lebens. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in das Licht dieses Ostermorgens in der Gewissheit, dass alles, was uns jetzt vom Leben ausschließt, nicht für immer Bestand hat. So segne euch der lebensfreundliche Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schön, dass Sie mit uns die Osternacht gefeiert und sich vom Licht des Ostermorgens haben anstecken lassen in Ihrer Osterfreude. Wir verbreiten diese Osterfreude immer noch weiter. Schicken Sie uns doch dazu ein Bild vom Licht Ihrer Kerze an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Alle Bilder der Osterkerzen, die uns zugeschickt werden, werden auf den eingeblendeten Internetseiten veröffentlicht. Gerne auch mit Ihrem Namen und dem Ort, wenn Sie uns dazu schriftlich die Erlaubnis erteilen. Gemeinsam strahlt dann das Licht des Ostermorgens umso heller in unser Leben hinein. Seien Sie behütet und bleiben Sie gesund.